herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Haringray. Wir spielen mal wieder Mario Kart 8. Ich begrüße euch zum nunmehr 51. Part meines Let's Plays, wobei das teilweise ein bisschen geschummelt ist, weil da sind auch Livestream-Aufzeichnungen und so ein Gedöns dabei, aber wen kümmert es? Jedenfalls ist diese Aufnahme hier etwas halbwegs Besonderes. Wir schreiben den 27. August 2014, zumindest wenn ich diese Aufnahme hier mache, weiß nicht, wann ich es hochlade. Und unten links, hier am Titelbildschirm, habt ihr ganz kurz etwas gesehen. Wir werden es gleich nochmal sehen, wenn jetzt dieses komische Video da jetzt sich ganz schnell mal verkrümelt. Sofern es dann irgendwann mal lädt. Auch gut. Ja, wir haben dort unten links jedenfalls hoffentlich gesehen, Version... Das hat noch nie so lange geladen, oder? Kann das sein? Gut, alles klar. Version 2.0. Ja, der 27. August 2014 ist ein geschichtsträchtiges Datum für alle Mario Kart Anhänger, könnte man so sagen. Denn das da unten links bedeutet nichts anderes, als dass Nintendo die Zeichen der Zeit erkannt hat und einen ihrer besten, erfolgreichsten Titel oder so auf der Wii U mal erweitern wollte, konnte, was auch immer. Wir haben jetzt ein paar neue Dinge und dementsprechend, oh mein Gott, hier im Titelbildschirm, da sieht ja alles total verändert aus. Na gut, also wir haben zwei neue Optionen quasi gesehen. Einmal der ominöse Shop, wo gleich schon mal viel ominösere Dinge eingeblendet werden. Zelda, Animal Crossing, was zum Teufel. Und zum anderen haben wir da noch dieses Symbol neben den Stempeln, wo der Minusknopf zu sehen ist. Diese Liste oder was auch immer. Und wenn wir da drauf drücken, dann erfahren wir tatsächlich, was der Hering denn aktuell so für Statistiken in diesem Spiel hat. Ja. Also heute am 27. August kam eben ein Update raus für Mario Kart 8. Wie gesagt, deswegen Version 2.0. Das Spiel wurde um einige kleinere Features erweitert. Und dazu gehört zum Beispiel eben auch diese Statistik. Und da sehen wir, oho, ich habe nicht mehr lange, also dann habe ich die 10.000 Münzen tatsächlich mal voll. Das heißt, Goldgleiter, ich komme. Wuhu, ja, gut. Jetzt weiß ich es wenigstens aus dem Stand und überhaupt und sowieso, dass ich nur noch 706 Münzen ansammeln muss. Das sollte doch irgendwie hinzubekommen sein in den nächsten Tagen. Darüber hinaus sehen wir meine allgemeine Online-Statistik. Also ich nehme mal an, dass ich Siege und Niederlagen nur auf die Online-Rennen beziehen und jetzt nicht den Grand Prix-Modus im Singleplayer mit einbeziehen, aber genau wissen tue ich es natürlich nicht. Da stehen jedenfalls 4.409 Siege, 3.006 Niederlagen gegenüber. Vergleicht das mit euren eigenen Statistiken, postet sie von mir aus in die Kommentare und lasst uns dran teilhaben an eurer unerfasslichen, unermessbaren Mario Kart-Haftigkeit oder so. Und ja, Level, ja, das sind die Rennpunkte eben. 6.591 habe ich momentan verdient. Im Rennen und Schlachtenmodus spiele ich ja nie. So, Lieblingsstrecke, Mario Kart Stadion. Wundert mich ein bisschen, aber okay. Ich benutze ja sowieso immer Zufall. Das heißt, zufälligerweise komme ich immer wieder zur allerersten Strecke von Mario Kart 8 quasi gesehen hin. Das ist lustig. Lieblingscharakter Roy, das war ja irgendwie klar. Lieblingskarosserie Turboflitzer. Okay, bin ich eine ganze Weile gefahren, von daher kommt hin. Lieblingsreifen, violette Slickreifen. Ja, das habe ich... probiere ich ja oder nehme ich ja bei ziemlich vielen Kombinationen diese violetten Slickreifen, von daher nachvollziehbar. Wolkenballons auch nachvollziehbar, klar, sind meine absoluten Lieblingsgleitdinger. So, dann sehen wir noch, dass ich 32.000 Drifts gemacht habe, 16.000 Mini-Turbos, das heißt, nur bei der Hälfte all meiner Drifts habe ich auch tatsächlich ein Mini-Turbo gezündet. Das ist witzig. Und dann davon nochmal nicht mal die Hälfte. Nee, Quatsch. Mini-Turbos. 16.000 plus Super-Mini-Turbos. Also, dann sind das 23.000 Drifts quasi gesehen, die ich mit einem Turbo vollendet habe. Entweder mit Mini-Turbo oder mit Super-Mini-Turbo. Und die restlichen 9.000 Drifts, die habe ich quasi gesehen. Da habe ich mich verdriftet. Oder wie darf ich das verstehen? Vielleicht. So ungefähr. So, Sprung-Turbos 14.000. 371 Mal wurde ich von Lakitu gerettet. Ich glaube, der Junge verdient sich bei mir irgendwie eine goldene Nase. Zerstörte Ballons 23, verlorene Ballons 26. Ich hasse den Schlachtenmodus. Bewegungssteuerung 12. Das sind die Rennen, die wir absolviert haben mit Bewegungssteuerung, oder?
Und wie kommen diese 12 Rennen zustande? Natürlich durch das eine Turnier, was ich mal abgehalten habe, was ja so ein glorreicher Erfolg war. Gut, okay, da haben wir jedenfalls die Live-Statistik des Herings zu diesem Zeitpunkt gesehen, bis zum 27. August. Das Spiel ist ja mittlerweile ein paar Monate draußen, okay. Ja, beurteilt selber, ob ich viel gespielt habe oder nicht, ist mir im Endeffekt, naja, schnupsig. Und vor allem, naja, gut, okay, vergleicht das wie gesagt mit euren eigenen Werten. Gut, wir könnten jetzt hier in den Shop gehen, aber ich persönlich finde es eigentlich viel interessanter, wenn wir mal in den Einzelspielermodus gehen, beziehungsweise, nee, Moment, jetzt zeige ich euch noch was. Das Update, was heute erschienen ist, zur Version 2.0, ist eigentlich nicht das einzige, was erschienen ist, sondern lange noch viel früher, bevor dieses Update überhaupt angekündigt wurde, hat Nintendo ja mal so verlautbaren lassen, ja, wir bringen mal so einen kostenfreien DLC, Download-Content für Mario Kart 8 raus. Da geht es dann so um Mercedes-Boliden, was eine total witzige, wahnwitzige Entscheidung war, ist, wie auch immer. Es mutete ein bisschen seltsam an. Zunächst war man sich auch nicht sicher, ob Japan exklusiv oder nicht. Aber nö, der Deal wurde auf die ganze Welt ausgeweitet. Und jetzt hat man eben ab dem heutigen Tag die Möglichkeit, sich ein kostenfreies Update quasi gesehen zu ziehen. Neben der Version 2.0. Man kann sich eben auch 3 zusätzliche Boliden besorgen. Und die kann man sich eben hier besorgen im Nintendo eShop. Bei Mario Kart 8 und zusätzliche Inhalte, da sehen wir hier ominöse Setpakete und so weiter, interessiert jetzt für den Moment gar nicht, sondern das da unten, das letzte. Mercedes-Benz meets Mario Kart 8 oder so, was weiß ich. Gratis, wichtig, kostenfrei, kostet null, nix, niente, nada. Ihr bekommt es für lau, geschenkt, quasi umsonst. Und ich hab's mir für umsonst gekauft. Und ja. Wenn man das jedenfalls gemacht hat und sich das für umsonst kauft und herunterlädt, ist auch nicht groß das Update, also kann man sich durchaus mal geben. Wenn man das jedenfalls macht, dann wird Mario Kart 8 quasi gesehen aktualisiert. Und wenn man dann zum Beispiel mal in den Grand Prix Modus hineingeht und irgendeine Cup-Klasse wählt, dann kommen wir hier in diesen Bildschirm, der auch schon mal ein ganz klein bisschen verändert ist. Aber wie gesagt, beachtet das da unten jetzt erstmal nicht. Da gehe ich gleich drauf ein. So, wir nehmen jetzt irgendeinen Fahrer. Keine Ahnung, wie wir es denn zum Beispiel mit Roy. Genau, so. Und dann gucken wir hier so rum. Nja, 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 Karts, bliblablub. Und oh mein Gott. So, und das sind jetzt die ominösen Mercedes-Boliden, die es neu in das Spiel hineingeschafft haben. Wir haben hier das GLA-Ding. Ich kenne mich mit Autos nicht aus, keine Ahnung. Es soll ein halbwegs aktuelles Mercedes-Modell sein oder so, was man sich auch bestimmt für viel teuer Geld kaufen kann. Wenn ihr irgendwie total Bock drauf habt oder so, dann fragt doch mal eure Eltern, ob die sich nicht vielleicht einen Mercedes kaufen wollen, weil ich meine, was in Mario Kart funktioniert, muss im echten Straßenverkehr ja erst recht funktionieren. Und darüber hinaus haben wir noch den W25 Silberpfeil. Ich glaube, das ist ein Automobil aus den 30er Jahren oder so, ganz legendäre Kiste und ultra genial und schnittig und überhaupt und sowieso. Und der letzte Bolide ist der 300 SL Roadster, ich glaube, der stammt so aus den 50ern oder irgendwie so, auch eine legendäre Mercedes-Kiste. Und ja, das sind also die 3 Fahrzeuge, die man durch dieses Mercedes-Update bekommen kann. Wie gesagt, kostet nichts, kann man sie einfach runterladen. Dann hat man eben Mercedes-Fahrzeuge. Gibt keine Reifen dazu oder keine passenden Gleiter oder irgendwie sowas. Die haben nur diese 3 Karosserien. So, und wenn wir jetzt mal auf die Werte gucken, weil das ist doch, glaube ich, das, was jetzt am meisten im Vorfeld interessiert hat. Ne? Wie fügen sich diese Fahrzeuge denn jetzt tatsächlich so in das Gesamtbild ein? Dann sehen wir, dass die relativ, ja, unspektakulär sind. Ich weiß nicht. Also vom Tempo her nehmen sich die alle nix. Wenn man das mal vergleicht mit dem Goldkart oder mit dem Sportcoupé, schon mal langsamer. Okay, alles klar. Und selbst von der Beschleunigung, na, der GLA zum Beispiel, das Gewicht ist besser. Also, was heißt besser? Wir sind schwerer unterwegs damit einfach. Und das Handling ist ein bisschen schlechter. Haftung ist aber sehr viel besser. Also dafür
da machen sie die Karosserien dann tatsächlich bemerkbar. Wenn die Haftung so entscheidend ist, wer weiß, vielleicht ist es ja tatsächlich für den ein oder anderen, für die ein oder andere Strecke dann mal interessant, wo das mal ein bisschen ausschlaggebender ist oder so. Aber na gut, mal gucken. Ich bin mal gespannt, ob wir irgendwann mal einen Weltrekordgeist treffen, der tatsächlich mit Mercedes-Boliden gefahren wurde. So, ja, wie gesagt, Tempo sind die alle identisch. Von der Beschleunigung her ist der Silberpfeil am besten. Gewicht, okay, ganz klar, die GLA-Karosserie. Das Handling ist auch beim Silberpfeil am besten. Und die Haftung ist auch beim GLA am besten. Der 300 SL Roadster ist wohl so ein Mittelding aus allem. Kann nichts besonders gut, aber auch nichts besonders schlecht. Und deswegen, ja, eine Karre, die man sich durchaus mal zulegen kann. Und ja, damit. Da freue ich mich jetzt schon drauf, dass ich gleich mit den Fahrzeugen so ein ganz klein bisschen mit euch oder auch nicht mit euch um die Wette kurven kann. Und ja, so, das ist jetzt quasi gesehen, dass darauf waren wir vorbereitet, dass das heute kommen würde, so ungefähr. Es hieß vor ein paar Wochen eben Ende August Update, Mario Kart 8 wird besser, um ein paar kleine Feinheiten, blabliblub. Wie zum Beispiel Statistiken oder Minimap, die man auf dem Fernseher aktivieren kann, werden wir nachher dann auch noch gleich sehen. Und eben die drei Mercedes-Poliden, die man eben für kostenlos bekommt, für umsonst, für die man sich herunterladen kann. So, darauf waren wir vorbereitet. Aber dann, heute Morgen, überschlugen sich die Ereignisse. Denn plötzlich zauberte Nintendo etwas Neues aus den tiefsten Tiefen ihrer Programmierkunst hervor und herauskam das, was wir hier unten sehen. Tanuki Mario, Katzen Peach, Link, Bewohner, saugeiler Name, Melinda und Knochen Bowser. Oh yeah! Sechs kleine, süße, schnuffige, ihr wisst schon was, Charaktere, neue Charaktere, die sich jetzt in das Gesamtbild der bisherigen Mario Kart 8 Fahrerriege einfügen. Und ja, der Clou dahinter ist jetzt: Wir sehen die zwar schon im Auswahlbildschirm, aber wenn wir da drauf drücken, dann stellen wir fest, dass die noch nicht verfügbar sind. Ne, 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 ne. Sondern das Ganze ist mehr oder weniger nur ein Teaser von Nintendo. Es kommen zwei Pakete mit Zusatzinhalten. Da steht's, zwei Pakete mit Zusatzinhalten, bald erhältlich. Dieses bald beschränkt sich auf November 2014. Und ich glaube, aber jetzt lasst mich nicht lügen, Mai 2015 oder März 2015. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ist jedenfalls noch ein Eckchen hin, aber okay, gut, lassen wir das erstmal so stehen. So, worum geht es jetzt bei den beiden Zusatzpaketen? Zum einen The Legend of Zelda meets Mario Kart 8, zum anderen Animal Crossing meets Mario Kart 8. Was bedeutet das jetzt einfach? Nun, Mario Kart 8 wird ein bisschen offener für andere Spieleserien, könnte man so sagen. Es ist eben. Oder es wird jetzt eigentlich nicht mehr ein wirkliches Mario Kart, sondern wir haben es dann plötzlich mit so einer Art Nintendo Kart zu tun. Was eigentlich eine ziemlich nette Idee ist, wie ich finde. Sprich, wir haben jetzt auch tatsächlich mal Charaktere drin im Mario Kart Universum, die eben eigentlich mit dem Mario Universum an sich nicht wirklich was zu tun haben. Wie zum Beispiel eben Link, der als neuer Fahrer mit dabei sein wird im ersten DLC-Paket. Und im zweiten DLC-Paket haben wir mit dem Bewohner und Melinda zwei Charaktere aus Animal Crossing, die wir steuern dürfen. Dazu kommt dann auch noch, also mindestens eine Zelda-Strecke, so wie ich es verstanden habe, sowie mindestens eine neue Animal Crossing-Strecke und ansonsten auch noch ein bisschen was anderes. Ich glaube, das sehen wir jetzt hier in der Gesamtübersicht. Genau. So, jetzt sehen wir nämlich hier, das ist quasi gesehen der Gesamtinhalt der Pakete. Das erste Paket, was jetzt im November erscheint, beinhaltet also drei neue Charaktere, die man spielen kann: Link, Tanuki Mario und Katzen Peach. Darüber hinaus vier neue Fahrzeuge. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob Fahrzeuge wirklich nur Karosserien heißt oder ob sie sich vielleicht doch nochmal neue Reifen ausdenken oder neue Gleiter oder was auch immer. Bekannt ist jedenfalls beim ersten Paket, dass es den Blue Falcon aus F-Zero mit dazu gibt. Und ich frage mich an der Stelle dann immer noch: Nintendo, wo bleibt mein neues F-Zero? Ich meine, Blue Falcon ist schön und gut, aber das hatten wir schon im Mario Kart Wii, diese Karosserie, und die wurde im Endeffekt nie benutzt, weil, naja, hat sich nur auf
Leichtgewichte beschränkt und war jetzt nicht wirklich interessant. Vielleicht ist jetzt hier ein bisschen anders zugegebenermaßen, aber trotzdem. Ja, neues F-Zero? Ja, nein, vielleicht wäre irgendwie. Ich meine, der größte Hohn wäre es eigentlich gewesen, wenn sie als Zusatzcharakter Captain Falcon mit eingebaut hätten, aber okay, den Spaß erlauben sie sich dann ja nur bei Smash Bros. So, und darüber hinaus, neben den 3 Charakteren und 4 Fahrzeugen, haben wir es dann noch mit 8 neuen Strecken zu tun. Beziehungsweise 2 neuen Cups. Jeder Cup beinhaltet dann 4 Strecken. Wir haben einmal den Triforce Cup und einmal den Yoshi Eye Cup. Und ja, im Triforce Cup wird wohl mehr oder weniger logischerweise wohl eine Hyrule-Strecke mit dabei sein. Und ansonsten darf man mal gespannt sein, was sich die Entwickler da einfallen lassen. Bestimmt noch irgendwas Super Mario 3D World-mäßiges aufgrund von Tanuki Mario und Katzen Peach kann ich mir vorstellen. Bei dem Yoshi Eye Dingens, ich gehe mal schwer davon aus, dass wir auch wieder Retro-Strecken mit dabei haben werden. Also es werden nicht 8 komplett neue Kurse sein, denke ich mal. Sondern es wird bestimmt wieder so sein, 4 neue Strecken und 4 Retro-Kurse. Also Strecken, die wir schon aus früheren Mario Kart-Teilen kennen, die dann aber für Mario Kart 8 neu aufbereitet werden. Ich bin auch der Meinung, irgendwo gelesen zu haben, dass wohl Warios Goldmine von der Wii-Version wieder mit dabei sein wird. Wenn das so ist, dann ja, dann ist das so. Wenn nicht, dann habt ihr es nicht von mir gehört oder so. Keine Ahnung. So, das ist jedenfalls das erste Paket. Und das zweite Paket, ihr seht ja analog auf der anderen Seite. Da haben wir eben die 3 neuen Charaktere Bewohner aus Animal Crossing, Melinda und Knochenbowser. Ebenfalls 4 neue Fahrzeuge, zu denen nichts bekannt ist. Und ebenfalls wieder 2 neue Cups, sprich 8 Strecken. Das bedeutet, nach beiden DLCs haben wir dann insgesamt neben den 32 Strecken von Mario Kart 8 noch 16 zusätzliche. So, achso, ja. Und das gibt's noch als kleines nettes Feature sozusagen. Wenn du beide Pakete kaufst, erhältst du jeweils 8 verschiedenfarbige Yoshis und Shy Guys, die du sofort ins Rennen schicken kannst. Auf einmal hat man dann also die Möglichkeit, ja, die Farbe seines Yoshis frei zu bestimmen. Oder die Farbe seines Shy Guys. Und ja, so kann man ein bisschen individueller unterwegs sein. Für die Leute, die einen der beiden Charaktere steuern, sicherlich ganz nett. Für mich ist nicht so schrecklich interessant, weil dann nehme ich schon mal Yoshi oder Shy Guy. Aber na gut, okay, ich find's nett. So, die ganze Sache hat jetzt aber natürlich einen Haken. Einen preislichen, könnte man so sagen. Denn anders als das Mercedes-Zusatzpaket, was wir heute erhalten haben, für umsonst, kosten diese beiden Pakete dann natürlich etwas. Paket 1 erscheint November 2014, da steht's, kostet 8 Euro. Paket Nummer 2 erscheint Mai 2015, kostet dann wieder 8 Euro. Wobei Nintendo dann wenigstens auch gleich mal so ein süßes kleines Gesamtpaket schnürt, welches 12 Euro kostet und da sind gleich beide Pakete mit drin. Das heißt, ihr könnt euch quasi gesehen jetzt schon dieses Gesamtpaket holen für 12 Euro. Ihr gebt echtes Geld dafür aus und dann habt ihr quasi gesehen das Recht, dann im November bzw. Mai nächsten Jahres ja, die DLC-Pakete sofort runterzuladen und damit ganz, ganz viel Spaß zu haben. So, okay. Und weil ich natürlich so ein total überaus eifriger Mensch bin, denke ich mir jetzt an der Stelle einfach mal so, ich habe mein eShop-Guthaben nicht umsonst aufgestockt, bevor ich diese Aufnahme hier gestartet habe. So, ich denke mir jetzt einfach mal, dass ich das Ganze live kaufe. Und dann sehen wir das an der Stelle auch nochmal. Inhalt des Sets. Paket 1, The Legend of Zelda, blablabla. Der Inhalt ist vor dem Erscheinungsdatum nicht spielbar. Ganz wichtig. Das ist generell so eine Sache. Also, ich weiß nicht genau, ob ich euch das jetzt so an der Stelle empfehlen würde. Ich sag mal so, ihr gebt jetzt Geld hier natürlich für eine Sache aus, die ihr quasi gesehen noch nicht habt, die ihr erst im November zur Verfügung gestellt bekommt. Das sind dann immerhin noch September, Oktober und 2 Monate. Wer weiß, wann es im November kommt. 2,5 Monate, vielleicht fast 3 Monate oder so, wo ihr jetzt schon mal quasi gesehen 8 Euro ausgegeben habt, ohne jemals überhaupt etwas vom ersten Paket zu haben. Ist so eine relativ fragwürdige Sache. Also ich persönlich bin kein großer Fan davon, muss ich zugeben. Man kauft natürlich irgendwo auch, nicht wirklich die Katze im Sack, aber das Problem dahinter ist einfach, stellt euch vor, Nintendo meldet im nächsten Monat Konkurs an oder so. Dann habt ihr hier quasi gesehen Geld ausgegeben für eine Sache, die ihr niemals bekommen werdet. Ist jetzt relativ unwahrscheinlich, zugegebenermaßen, aber
Es sind so Dinge, die man vielleicht mit sich selber ausmachen muss, im Hinterkopf behalten muss. Was weiß denn ich? Also, ja, gut. Muss man vielleicht wirklich nicht sofort haben, aber okay. Wobei der einzige Vorteil ja natürlich ist, wenn wir uns die beiden Pakete kaufen, dann haben wir sofort Zugriff auf die 8 verschiedenfarbigen Yoshis und die 8 verschiedenfarbige Shy Guys, die sie wahrscheinlich ganz schnell hingekleckst haben, damit die Leute wenigstens das Gefühl haben, dass sie irgendetwas für ihr Geld gleich bekommen. Und ja, das finde ich an der Stelle irgendwie ganz nett und schön. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal zustimmen und sage kaufen, benötigter Speicherplatz 12,4 MB. Okay. Wobei diese 12,4 MB jetzt eigentlich nur für die Yoshi-Farben bzw. für die Shy Guy-Farben sind, wenn wir ganz ehrlich sind. Weil es wird einem im View-Menü oder im View-E-Shop auch noch gesagt, für die beiden Updates brauchen wir mindestens einen Speicherplatz von 2 GB, die auf der Wii U frei sein müssen. Also jedes Update mit neuen Cups und so weiter wird ein ganzes Gigabyte verschlingen. Das ist insbesondere wahrscheinlich für die Leute dann unter Umständen doof, die die weiße Wii U haben, wo ja sowieso nicht so viel Speicherplatz drauf ist. Aber okay, da muss man dann eben zusehen, wie man damit hinkommt, ne? Aber gut. Ist ja jetzt im Endeffekt sowieso Schnee von morgen, weil momentan können wir ja, also wir haben jetzt Geld ausgegeben, aber nee. Download später abschließen? Was lädt er denn jetzt runter? Installationsvorgang. Wahrscheinlich wirklich die Farben. Okay. Bei meiner Internetgeschwindigkeit geht das mit den 12 MB zum Glück einigermaßen schnell. Und jetzt installiert er den ganzen Kram da noch und packt die Yoshis und Shy Guys in den Farbeimer. Und dann werden die da so kunterbunt herumgewürfelt und rumgemuscht und so weiter und so fort. Und ja, dann können wir uns das unter Umständen sogar gleich angucken. Cookie Cookie machen. Installationsvorgang abgeschlossen. Oh mein Gott. Bitte warte. Was machst du nun mit mir, Nintendo? Ah, okay, du hast mich herausgelassen, Nintendo. Das finde ich sehr schön. So, und jetzt sehen wir hier Ausrufezeichen bei Yoshi und Shy Guy. Okay, alles klar. Ich klicke auf Yoshi drauf. Und dann haben wir die Auswahl aus 9 verschiedenen farbigen, knuffigen Yoshis. Der hellblaue Yoshi, der schwarze Yoshi, der weiße Yoshi, der gelbe Yoshi, der rote Yoshi, der blaue Yoshi, der rosa Yoshi und der orange Yoshi. Ah, jetzt ist ja potierlich. Und der hellblaue, schwarzer und weicher und gelber und grüner und blauer und rosa und orange. Okay. Gut, dann haben wir jetzt also 3 neue Mercedes-Fahrzeuge. Wir haben 8 neue Yoshi-Farben, 8 neue Shy Guy-Farben und wir dürfen uns jetzt bis November bzw. Mai nächsten Jahres die 6 Charaktere hier unten die ganze Zeit angucken und endlich darauf warten, dass die freigeschaltet werden. Ja, das ist Mario Kart 8 in seiner jetzigen Form, meine lieben Damen und Herren. Und ja, jetzt habe ich extrem viel erklärt. Das war ein sehr langes Erklärvideo, wo wir quasi gesehen eigentlich fast nichts gesehen haben, aber es im Endeffekt ja auch, was sind wir, naja, was heißt nichts gesehen haben? Ach komm, ist mir jetzt egal. Dann wird es eben eine längere Folge. Ich habe gerade überlegt, ob ich jetzt einfach ein reines Infovideo daraus mache, aber 20 Minuten jetzt nur, um mir zuzuhören, ist vielleicht dann doch ein bisschen dröge oder so. Beziehungsweise sind ein paar von euch vielleicht dann doch enttäuscht. Deswegen gehen wir doch einfach mal, keine Ahnung, in den Turniermodus. Weil da sollte jetzt heute auch was Neues dazugekommen sein. Eigentlich, dachte ich das zumindest. Der Mercedes Cup, genau. Der ist nämlich gestartet seit dem heutigen Tage und der soll wohl irgendwie bis Ende September gehen oder so. Wir können uns ja mal die Regeln angucken. Was haben wir denn hier? Ohne Teams, alle Fahrzeuge, furiose Items. Okay, und nur 8 Rennen. Nur 8 Rennen in Anführungszeichen. Und täglich von 10 bis 9 Uhr. Na gut, okay, alles klar. Leichte Kommen-Gegner. Okay, alles klar. Naja, gut, warum nicht? Dann machen wir da halt mal mit und dann gucken wir mal, ob wir irgendwie mithalten können mit den lieben Kollegen oder eben nicht. So, damit wir auch gleich was Neues sehen. Ja, okay, die Charaktere hier unten sind ausgegraut. Würde ich mal sagen, dass wir einen schönen, fluffigen Yoshi nehmen. Welchen Yoshi nehme ich denn? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Schwarz, weiß oder blau oder, ja, ich weiß es nicht. Die sind alle so knuffig. Ich nehme den blauen Yoshi. Der wunderschöne blaue Yoshi. So, und der blaue Yoshi darf in
irgendeinen Silberpfeil Platz nehmen. Ich weiß nicht, ich nehme mal die Kiste aus den 30ern und aktualisiere mit. Oh, ich habe Mist gelabert. Es gibt doch neue Reifen. Okay, dann packe ich die mit dazu. Aber kein Gleiter, oder? Wir schalten hier einmal durch. Nö. Gibt es andere Reifen? Nee, das sind die einzigen. Okay, alles klar. GLA-Reifen. Gut. Packen wir die einfach mal drauf. Zack. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze zu steuern ist. Ich bin gespannt. Da ich ja sowieso eher ein Kart-Fan in dem Spiel hier bin, auch wenn ich jetzt nur bedingt mit Karts umgehen kann, aber was soll's, kommt mir das mit dem Update ja eigentlich entgegen. Und ja, mal schauen, ob die Leutchen hier im Mercedes Cup dann auch hauptsächlich mit Mercedes-Fahrzeugen unterwegs sind. Oder ob die sich jetzt alle so denken, Mercedes? Scheiße, ich habe ein Audi zu Hause. Oder so, weiß ich ja nicht genau. Also, und deswegen dann halt mit den anderen Fahrzeugen immer noch unterwegs sind. Kann auch sein, dass ich jetzt hier nur mit Bikefahrern unterwegs bin oder so. Wer weiß das schon so genau? Ich bin ein bisschen gespannt. Und irgendwie ist das ein schönes Gefühl, jetzt einfach mal etwas... okay, da habe ich schon mal welche im Mercedes-Fahrzeug gesehen, aber nicht alle. Da der Ludwig zum Beispiel, der sitzt auf einem Bike. Der hat absolut keine Lust. Da der Lemmy, der ist irgendwie auch auf einem Bike. Ich bin eine ganze Weile nicht gefahren, aber trotzdem, dass ich den Glitch jetzt verkackt habe, das tut mir dann doch ein ganz klein wenig in der Yoshi-Seele weh. Es ist schön, sag ich mal, dass dieses Update jetzt kam. Achso, ja genau, Update. Ich vermisse gerade etwas. Vielleicht vermisst ihr es an der Stelle auch, weil vor allem, ich krieg's jetzt gerade nicht aktiviert, weil, obwohl ich dachte, dass es aktiviert bekäme. Mit einem Druck auf Select nämlich dachte ich, dass ich die Minimap aktivieren könnte. Aber da passiert gerade nichts. Jetzt weiß ich nicht. Ups, da, Startknopf war es nicht. Okay, alles klar. Lupe nicht. Da war ein blauer. Nix Minimap? Oder online nicht? Oder wie? Oder was? Oder wo? Oder habe ich mich da irgendwie verlesen? Oder. Na gut, dann erstmal keine Minimap. Vielleicht bin ich auch zu doof oder so. Oder man muss das irgendwo anders noch einstellen, aber kann ich mir eigentlich fast gar nicht vorstellen. Ja gut, nee. Zusatzinhalte. Mario Kart 8, es ist, also für einen reinen Nintendo-Jünger, ist das jetzt eigentlich fast wie Weihnachten und Ostern zusammen, weil endlich passiert mal etwas bei Nintendo-Spielen an sich nach dem Release. Also wir werden jetzt tatsächlich, oder wir kommen jetzt hier in den Genuss, etwas Neues sehen zu dürfen. Und wenn es eben nur so Kleinigkeiten sind, wie eben neue Yoshi-Farben oder diese komischen Mercedes-Fahrzeuge, von denen man natürlich halten darf, was man will, ob das jetzt ins Mario Kart-Universum hereinpasst oder nicht. Ja, aber weiß ich nicht. Es sind solche kleinen Dinge, finde ich, die ein Spiel auf eine gewisse Art und Weise auch nach dem Release dann plötzlich wieder ein bisschen interessanter machen können. Ist jetzt sicherlich nichts Weltbewegendes, wo ich mir so denke, oh mein Gott, ich werde jetzt nichts anderes mehr in meinem Leben spielen. Aber zumindest für ein paar Tage will ich jetzt, glaube ich, ganz gut unterhalten werden hiermit. Und ich denke mir so, ja, mein Gott, also, warum nicht früher Nintendo? Ab und zu mal so ein süßes Paar... Ach, verdammt. Der geht... Ja, Zentimeter, das ist doch... Da hat er mir noch den ersten Platz geklaut. Na gut, eigentlich hätte ich ihm den ersten Platz geklaut wegen blauer Panzer, aber... Naja, was soll's. Ich weiß nicht, ich find's einfach schön. Ist mal... Man ist was Neues fürs Auge und das macht es automatisch dann interessanter für mich. Muss ich ganz klar so sagen. Und interessanter... Kann einem Spiel ja eigentlich nur gut tun, oder? Also, dieses Prädikat. Es ist auf einmal interessanter oder so. Es ist vor allem jetzt auch wieder in aller Munde, mehr oder weniger. Das war so ein bisschen meine Befürchtung. Ich weiß nicht. Mario Kart 8 selber hat der Wii U ja schon geholfen, was Absatzzahlen und dergleichen angeht. Viele Leute haben sich wahnsinnig auf dieses Spiel gefreut. Für viele Leute war das eigentlich auch das Kaufargument schlechthin für die Wii U. Und ja, jetzt so ein paar Wochen später ist so ein bisschen, hatte ich zumindest für mich so das Gefühl, als ob sich so ein bisschen allgemeine Ernüchterung breit gemacht hätte.
man hat eben so gesehen, ja, okay, jetzt ist Mario Kart 8 halt draußen. Und nu, so ungefähr. Also das ist zumindest das, was ich von der, ja, von euch so ein bisschen mitbekommen habe. Ich meine, ich merke es ja selber eben, wenn die Leute eben ja, mitmachen bei meiner Community, quasi bei meinem Turnier, oder eben auch nicht mitmachen, oder wie auch immer. Das ist dann, ja, oder eben auch unter meine YouTube-Videos schauen oder eben sich allgemein für Mario Kart 8 interessieren oder Fragen stellen oder weiß der Teufel was. Das ist schon weniger geworden, klar. Und dementsprechend darf man sich dann schon zu Recht fragen, ja, ist da jetzt mit dem Spiel alles so richtig gelaufen oder wie auch immer. Nintendo steuert diesem Gedanken jetzt, wie gesagt, so ein ganz klein bisschen entgegen, indem sie das Spiel eben alle Nase lang immer noch wieder in das Gedächtnis der Leute zurück befördern, einfach durch diese kleinen, aber feinen Updates. Wie jetzt eben zum Beispiel hier dieses Mercedes-Dingens. Ich weiß, dass ganz viele Leute irgendwie nicht so scharf drauf waren oder so, oder es als unnötig erachtet haben. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das heute allein der Grund für einige war, dann mal wieder die Wii U anzumachen und es einfach mal auszuprobieren und zu gucken. Ich meine, ist ja kostenlos. Und kostet nichts. Und da kann man ja auch durchaus mal wieder Mario Kart 8 ausprobieren und rauskramen. Und das ist ja schon mal von der Warte aus nichts Schlechtes. Jetzt wurden die Leute zusätzlich dann eben heute noch verrückt gemacht mit diesen beiden Download-Paketen, die jetzt in Zukunft kommen werden. Meiner Meinung nach kommen sie, ja, also wäre natürlich schön, wenn es ein bisschen früher der Fall wäre. Gut, jetzt braucht Nintendo noch ein paar Monate mehr. Mai kann ich halt, also Mai nächsten Jahres kann ich halt absolut nicht nachvollziehen, warum sie so einen verdammt späten Termin gewählt haben. Aber ja, das ist halt so, da ist man dann in dem Moment dann auch schon wieder fast wieder so ein ganz klein bisschen zu verwöhnt. Normalerweise ist es beim Mario Kart nicht so, dass man überhaupt Updates bekommt. Und von der Seite aus, normalerweise spielt man so ein Spiel dann ja 3-4 Jahre oder so am Stück, ohne jemals ein Update zu bekommen und so, und es geht auch. Wenn dann jetzt auf einmal plötzlich doch die Möglichkeit geboten wird, dass das Spiel eben durch Updates aufwertbar ist, und dass dann neue Strecken dazukommen, neue Fahrer und so weiter und so fort, dann macht sich auch sofort im nächsten Moment der Gedanke breit, ja, okay, ist ja schön und gut, aber ich will es jetzt haben und ich will fast schon mehr haben oder so. Also es fällt so ein ganz klein bisschen schwer, damit dann eigentlich jetzt einfach mal in dem Moment zufrieden zu sein. Das so ein bisschen auf sich wirken zu lassen und also zumindest geht's mir so. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Also kann natürlich sein, dass ihr viel geduldiger seid oder so und das jetzt einfach mal so hinnehmt. Aber wie gesagt, ich hätte schon gerne, also ich hätte nichts dagegen gehabt, sagen wir es mal so, wenn das jetzt alles ein bisschen schneller gehen würde mit neuen Dingen. Wollen wir vielleicht nochmal ganz kurz auf die Updates oder die Pakete an sich eingehen? Wäre ganz gut, weil die bedeuten ja relativ große Einschnitte in das Mario Kart-Universum, wenn man sich das mal so vor Augen führt. Wir befinden uns hier mittlerweile beim 8. Teil der Reihe. Und bisher ist die Mario Kart-Serie eigentlich ganz gut mit den Mario-hauseigenen Charakteren gefahren. Hat funktioniert. Über die Jahre hinweg kamen immer mehr Charaktere hinzu. Manche gingen dann wieder, andere nicht, sondern blieben und so weiter und so fort. Andere Charaktere wie Kamek, die man sich jahrelang gewünscht hat, seit Mario Kart 64, die kamen wiederum eigentlich nie. Und ja, so, jetzt kommt dann Nintendo heute um die Ecke mit so einer Hammermeldung, dass dann in Zukunft auch der geliebte oder beliebte Hylianer Link auswählbar sein wird, sowie die Animal Crossing Charaktere der Bewohner, also die Figur, die man in Animal Crossing selber spielt, und Melinda, die einem in Animal Crossing New Leaf als Beraterin zur Verfügung steht. Also dass man die jedenfalls dann auch spielen darf. Und wie gesagt, also ich persönlich finde, das ist ein relativ großer Schritt für die Reihe an sich. Und ich habe das heute auch im Forum so gelesen und den Gedanken finde ich eigentlich ganz gut. Das ebnet eigentlich auf eine gewisse Art und Weise nur den Grundgedanken eines Nintendo Kart für die Zukunft. Wie gesagt, also die Mario Kart Serie ist ganz lange so, wie sie ist, ganz gut gefahren. Aber
neue Impulse sind ja prinzipiell nie was Verkehrtes und am eigentlichen Spielprinzip brauchen wir ja auch nichts dran rütteln oder so, ne? Einfach mit lustigen Boliden um lustige Kurse herumheizen, sich gegenseitig mit Bananenschalen, Panzern und dergleichen abwerfen und so. Das würde auch in 20 Jahren noch Spaß machen. Gehe ich einfach mal davon aus. Aber wie gesagt, um das Ganze noch mal ein bisschen attraktiver zu gestalten oder so, ist es eigentlich ein ziemlich kluger Schachzug von Nintendo, dann jetzt eben auch auf andere Franchises zurückzugreifen und die dann ebenfalls hier in Mario Kart zu verwursten. Zu Beginn eben das Zelda-Franchise sowie das Animal Crossing-Franchise. Beide haben ja mittlerweile eine, also Zelda sowieso, Animal Crossing auch seit einiger Zeit. Die haben eine relativ große Gewichtung bei der Nintendo-Community, sind beliebt und berüchtigt, diese Spiele. Jeder kann was damit anfangen. Und deswegen ist in meinen Augen stellt es schon eine Bereicherung dar. Ja. Und ich finde auch, Smash Bros. Hat es im Endeffekt vorgemacht. Es funktioniert, solche Crossover-Dinger, insbesondere bei Nintendo-Franchises untereinander. Es ist absolut kein Problem, wenn die sich untereinander ergänzen. Und ja. Schadet nichts. Sagen wir es mal so. Es schadet nicht. Ganz im Gegenteil. Die ganzen Nintendo-Franchises. Es ist, wie gesagt, es ist so ähnlich wie bei Smash Bros. Man hätte sich das... Das war so schon immer so ein kleiner Traum oder weiß ich nicht. Das ist doch etwas, was man immer mal wieder irgendwie so vielleicht auch in seinem Kopf hat. Was wäre denn, wenn irgendwie die Charaktere aus dem Universum auf die Charaktere von einem anderen Universum dann aufeinandertreffen würden oder so. In Smash Bros. Wurde das Ganze dann praktiziert, Ende der 90er, auf dem N64, auf eine sehr einfache Art und Weise. Und ich glaube, Nintendo selber hätte sich nie zu träumen gewagt, dass das Ganze so ein Riesenerfolg werden würde. Und das sicherlich nicht, weil, also glaube ich zumindest nicht, weil Smash Bros. So ein unheimlich tolles Spiel war. War es im Endeffekt nämlich gar nicht so sehr. Es hatte sehr wenig Inhalt, es hatte, naja, ein sehr simples Spielprinzip, das gut funktioniert hat, aber mehr jetzt auch nicht. Und ja, wie gesagt, das, was es wirklich so besonders gemacht hat, ist in meiner Ansicht nach wirklich die Tatsache, dass dann plötzlich diese ganzen Nintendo-Charaktere aufeinander getroffen sind und sich dann gegenseitig eben auf lustige und charmante Art und Weise irgendwie bekriegt haben, indem sie sich gegenseitig irgendwann auf die Mütze gehauen haben und so. Und es hat funktioniert. Dann mit Pikachu irgendwie auf Link einzudreschen und dann mit Mario so Feuerbälle auf Donkey Kong zu schmeißen und so weiter und so fort. Das war einfach alles, ja, toll, gut, kannte man in dem Moment noch nicht und deswegen war es einfach genial und Nintendo hat die Zeichen der Zeit erkannt, beziehungsweise der Überraschungserfolg hat sie dann auf den Trichter gebracht, dass das Ganze wirklich bei der Community ankommt. Und das Ganze haben sie dann in Smash Bros. Melee bzw. Smash Bros. Brawl dann so langsam aber sicher wirklich auf die Spitze getrieben und es immer weiter perfektioniert, immer mehr ihre Charaktere mit eingebracht, immer mehr Ideen aus den einzelnen Nintendo-Universen miteinander verwoben und das Ganze wirklich zu einem super Gesamtpaket gestaltet, was ein unheimliches Gewicht hat. Ich sehe es jetzt schon kommen, auch Smash Bros. Wird natürlich ein System-Seller für die Wii U sein, weil sich jeder wirklich eigentlich drauf freut, beziehungsweise drauf wartet, endlich eben diese ganzen Charaktere in wunderschöner Optik zu sehen und dann sich gegenseitig mit ihnen bekriegen zu dürfen. So, die dumm, das ist jetzt nicht so gut. Und dementsprechend, ich würde es nicht verwerflich finden. Wenn Nintendo jetzt also in Zukunft aus Mario Kart, ich meine, wir können die Serie endlos vortesten, Mario Kart 9, Mario Kart 10, Mario Kart 11 und so weiter und so fort. Aber ich würde es nicht verwerflich finden, wenn Nintendo irgendwann die Mario Kart Serie quasi so, wie wir sie normal kennen, quasi ad acta legt und daraus dann einfach ein Nintendo Kart macht. Selbes Spielprinzip im Endeffekt, so wie wir es kennen, nur eben um gewisse Nuancen erweitert, beziehungsweise dann eben auch mit Charakteren aus anderen Nintendo-Universen. Und ich glaube nicht, dass das irgendwie dem Spiel schaden würde. Ganz im Gegenteil. Sondern ich glaube, dass es durchaus dann
auch vielleicht nochmal für Leute interessanter werden könnte, die normalerweise mit den reinen Mario-Charakteren nicht so viel anfangen könnten. Aber zum Beispiel ganz gerne mal Zelda spielen oder so. So eine Art verkapptes Hyrule-Kart, wenn man plötzlich noch Prinzessin Zelda oder Ganondorf im Kart hat oder irgendwie sowas. Weiß nicht, warum nicht? Also ich finde den Gedanken gar nicht so doof. Aber naja, das liegt jetzt vielleicht aber auch nur an mir. So, nee, viertes Rennen ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort. Weil, dann entlasse ich euch jetzt nicht in den Schnitt, um das nächste Rennen zu starten. Sondern, na gut, könnte ich trotzdem machen. Aber jetzt wird der Raum ja sowieso gewechselt. So sollte es zumindest sein. Und ich hoffe sehr, dass es jetzt nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt, beziehungsweise dass er mich gleich in den Lobby schmeißt und nicht in irgendeinen vollen Raum. Ich würde jetzt ungern irgendwelchen Leuten zugucken. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich wollte jetzt eigentlich nur Fahrzeug und Charakter wechseln. Dass wir mal einen andersfarbigen Shy Guy nehmen und ja, ein anderes Mercedes-Fahrzeug. Aber ich glaube, ich suche das mal selber raus und setze gleich wieder einen Schnitt. Also sehen wir uns gleich wieder im Rennen. Also bis gleich. Kleiner Nachtrag für die, die es interessiert. Die GLA-Reifen besitzen dieselben Werte wie die Rallye-Reifen. Habe ich jetzt gerade nochmal überprüft und geguckt, weil mich das ein bisschen interessiert hat. So, und jetzt sind wir hier im Mercedes SL Dingsbums Roadster oder was auch immer unterwegs und haben einen schwarzen Shy Guy, der uns nun durch die Strecken begleiten darf und so. Und ja, dann gucken wir dem schwarzen Shy Guy doch einfach mal zu, wie er seinen Job macht. Ich habe mich jetzt einfach mal für den Roadster auch entschieden, weil ich mir so gedacht habe, ja, bessere Beschleunigung passt, beziehungsweise müsste einigermaßen helfen. Insbesondere bei einem Charakter, der jetzt nicht unbedingt für Höchstgeschwindigkeit steht, wie der Shy Guy. Aber na gut, ich lasse mich mal überraschen, was das jetzt werden wird. So, zum Gedanken von eben gerade nochmal. Eventuell wird der ein oder andere von euch da jetzt so ein bisschen empört aufgestanden sein und gesagt haben, was? Der Ehring will das Mario Kart, wie wir es kennen und lieben, stürzen und er will es anders haben und so. Das geht ja mal überhaupt gar nicht und so. Das ist ja frevelhaft und wie kann er nur solche Gedanken haben und so ein Ketzer und er darf ja überhaupt nicht und sowieso. Ansichtssache, Leute. Also ich kann es auch verstehen, wenn man irgendwie aus seltsamen nostalgischen Gründen sein Mario Kart weiterhin und jahrelang, jahrzehntelang weiterhin so haben will, wie es eben die letzten 20 Jahre war. Aber ich bin der Meinung, es ist halt schlicht und ergreifend nicht nötig. Das ganze Konzept würde genauso gut funktionieren, wenn wir eben auch Charaktere aus anderen Nintendo-Franchises hätten. Und ich sag mal so, also wenn Nintendo auch noch aus dem Fundus sich bedienen würde, könnte, dürfte oder wie auch immer, dann hätten wir nie im Leben vor dem Release von Mario Kart 8 diese ganzen Charakterdiskussionen gehabt. So nach dem Motto, oh, mussten es jetzt wirklich 7 Koopalinge sein und oh, wo sind denn so ein paar andere Charaktere und so, die es vielleicht eher verdient hätten. Diddy Kong beispielsweise oder weiß der Teufel was, warum nimmt Nintendo denn die nicht? Sondern stattdessen dann sowas Obskures wie Rosa Gold Peach oder so. Wenn Nintendo da schon von vornherein eine größere Auswahl hätte, ich glaube, dann wäre auch die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie so charaktertechnisch ein breiteres Publikum erreichen würden. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Wobei ich jetzt an der Stelle dann auch anmerken möchte, dass es also so ein ganz klein bisschen wie eine es wirkt wie eine vertane Chance. Wenn ich mir angucke, dass sie dann im ersten Download-Content-Paket Charaktere wie Katzenpeach und Tanuki Mario bringen. Ich weiß nicht mehr, mit wem ich herumgealbert hatte vor dem Release von Mario Kart 8. Ich glaube, es war Mirror, mit dem ich so rumgeflaxt hatte. Ja, hier, komm, es gibt jetzt so Metall Mario und so weiter als Fahrer. Was kommt als nächstes? Stern Mario? Tanuki Mario? Fragezeichen. Haben wir die ganzen Kostüme und so weiter aufgezählt. Jetzt kommt Tanuki Mario wirklich. Ja. Karma oder so. Ich weiß es nicht.
Ich meine, solange sie das Puschel-Item nicht wieder einführen, soll es mir fast egal sein, weil dann kümmert es mich auch nicht wirklich, dass sie Tanuki Mario drin haben. Aber wie gesagt, Tanuki Mario und Katzen Peach, ja, drollig, aber nee, hätte nicht unbedingt sein müssen. Vor allem der nunmehr vierte Mario-Charakter, den wir dann im Spiel haben. Also neben dem normalen Mario, Metall Mario und Baby Mario, dann eben noch Tanuki Mario und auch die vierte Peach dann. Logischerweise, im Baby Peach haben wir ja auch schon dran. Also das ist ein bisschen zu viel des Guten. Wie gesagt, wenn sie das Ganze schon The Legend of Zelda DLC nennen oder so, dann warum nicht Link und Zelda? Und von mir aus Katzen Peach oder weiß der Teufel was. Also, ja, wäre doch eine gute Alternative gewesen oder so. Oder wäre es zu schwierig, irgendwie für Zelda was anderes als einen Rock zu programmieren? Ich meine, bei Rosalina und Peach klappt es ja auch, wenn die auf dem Motorrad sitzen, dass die dann eben plötzlich in Motorradmontur unterwegs sind und nicht mehr in ihrem normalen Prinzessin-Outfit. Aber okay, vielleicht sehe ich das Ganze falsch und Nintendo verfolgt irgendwie einen höheren Plan, den ich jetzt zu diesem Zeitpunkt einfach nur noch nicht so richtig verstehe. Kann es mir nur nicht wirklich vorstellen. Ich hoffe dann sehr jedenfalls, dass sie das, was sie bei den Charakteren da so ein bisschen verdödeln an Gelegenheit, dass sie das dann dafür bei den Strecken wieder wettmachen. Ich hoffe, ja, ich hoffe wirklich auf vier schöne Retro-Kurse. Wie gesagt, Wario's Goldmine, falls es so sein sollte, ist jetzt nicht unbedingt mein allergrößter Favorit, aber okay, mal gucken, wie der fertige Kurs aussieht. Ich meine, unterm Strich hat mir auch so ziemlich jeder Retro-Kurs hier in diesem Spiel gefallen. Also so schlecht kann es dann ja eigentlich fast gar nicht laufen. Ja, aber die neuen Kurse, die werden natürlich besonders interessant werden. Und ja, ich bin gespannt, was das angeht. Ob Nintendo da eben was Schönes für uns alle fabrizieren kann. Dass ich da jetzt kein Item mitgenommen habe, weil irgendwie schlecht. Kleiner Shy Guy auf Tour, auf Platz 1. Ich bin vollkommen ungeschützt. Das ist nicht gut, nicht gut, nicht gut. Aber meine schwarze Farbe bringt mir Glück. Ich weiß es genau. Ja, und da kommt der blaue Panzer. Yippie! Wunderschönes Münzen-Item. Yay, das bringt es. Wenn das jetzt im Rückspiegel gar nicht mal so schlecht aussah, weil das sah so aus, als würde eine ganze Weile nichts kommen. Ja, relativ überlegener Sieg. Shy Guy. Ich bin von dir überzeugt. Ja, nee, neue Kurse und so. Ich hoffe wirklich sehr, dass dann schöne Kurse kommen. Kurse, die man gerne fahren wird. Und die auch vor allem das Mario Kart 8 Feature von ja, der Antigravitation und so, dass die das alles nochmal ein bisschen ausnutzen und ausbauen und so weiter und so fort. Und ja, freue mich einfach drauf. Und man darf echt gespannt sein, was da dann so kommen wird. Eine kleine Einschränkung bei aller Vorfreude gibt es dann aber natürlich irgendwie doch, wenn wir uns vergegenwärtigen, warum Mario Kart 8 momentan vielleicht nicht so ausgiebig und ausdauernd von manchen Leuten gespielt wird, wie es wünschenswert wäre. Denn neue Inhalte hin und hin oder her, neue Charaktere und blablablub, alles schön und gut. Aber das wird alles am eigentlichen Spielgefühl, Spielverständnis, das wird am Gameplay an sich nichts ändern. Das heißt, die Karts werden immer noch einen größeren Vorteil haben gegenüber den Bikes als umgekehrt. Und Firehopping wird immer noch drin sein. Ja, das wird manchen Leuten dann sicherlich auch weiterhin die Laune verderben. Und für die Leute, ja, die werden sich dann sicherlich auch zweimal überlegen, ob sie sich die ganzen DLCs und so weiter überhaupt antun oder ob sie es dann nicht doch lieber sein lassen und sich so denken, Mario Kart 8 ist nun mal absolut überhaupt gar nichts für mich. Das alles jetzt natürlich aufgrund des Kenntnisstandes von heute. Vielleicht kommt Nintendo ja doch irgendwie auf den Trichter, im Nachhinein ein paar Dinge an Mario Kart 8 verändern zu wollen. Irgendwelche Dinge. Weiß ich nicht. Was man halt so gameplay-technisch irgendwie machen kann oder so. Ich kann es mir nicht wirklich vorstellen, aber
eventuell kann man ja doch irgendwie gewisse Dinge so ein ganz klein bisschen unterbinden oder verbessern, verschlimmbessern, was weiß ich. Und die so zum Funktionieren bringen, dass dann auch tatsächlich wieder mehr Leute daran Spaß haben. Das wäre zumindest wünschenswert, ja. Und wenn das eben der Fall sein sollte, dann Hut ab. Dann wäre Mario Kart 8, glaube ich, so ziemlich einer der allerersten Titel, wo, ja, naja, allerersten Titel wäre es jetzt auch ein bisschen sehr übertrieben. Aber es wäre definitiv mal ein Titel, der regen und vernünftigen Gebrauch von DLCs macht, beziehungsweise dann gemacht hat. Und ja, kann man eigentlich nur das Beste hoffen. Auch zu dem Preis, also von 8 Euro für so ein Paket, also 8 Euro gleich 8 neue Strecken. Das ist, denke ich, ein ziemlich fairer Preis. Da habe ich den ollen Niki leider nicht bekommen. Der Niki. Da will er mir noch seine Bananenschalen vor die Füße werfen, aber da habe ich natürlich verständlicherweise absolut keinen Bock drauf. Aber so punktemäßig bin ich eigentlich momentan ganz zufrieden mit mir. Ich meine, wird knapp mit den über 100, aber da man insgesamt sowieso nur 120 holen kann, naja, in den Top 20 werden wir trotzdem nicht sein. Dafür gibt es zu viele Teilnehmer in diesem Turnier. Ja, also wie gesagt, 8 Euro für ein DLC-Paket und 12 Euro für beide Pakete. Also das ist schon fair. Wie gesagt, man bekommt 8 neue Strecken, man bekommt 3 neue Fahrer. Das ist schon das letzte Rennen. Igitt. Jetzt ein Sieg. Da komme ich ja wirklich nicht mehr auf die 100. Ach, ist so. Ich dachte, das wäre das vorletzte. Heieieiei. Ja. Man bekommt 8 Strecken, 3 neue Fahrer und 4 Fahrzeuge. Und das Ganze für 8 Euro, das ist okay. Ja. So sollten DLCs einigermaßen funktionieren oder so. Ich meine, das kann auch niemand irgendwie Nintendo in dem Moment vorwerfen. Das hätten sie ja alle schon zum Release bringen müssen und so weiter und so fort. Weil das stimmt schlicht und ergreifend nicht. Mario Kart 8 ist auch von sich aus ein rundum komplettes Mario Kart. Was wir in der Form zur Genüge auch schon auf zig anderen Plattformen hatten. Und was auf den anderen Plattformen eben entsprechend auch nicht größer, spektakulärer oder was auch immer war. Nö, im Gegenteil. Also von Charakteren her und so weiter, von reiner Charakteranzahl und so weiter und so fort, ist Mario Kart 8 ja sogar das Größte geworden. Darüber hinaus die ganzen Fahrzeugteile, die man sich zusammensammeln kann und so weiter und so fort. Es ist schon ein verdammt großes Mario Kart. Und das Ganze dann jetzt noch mit offiziellem Content erweitert, ist schon eine ziemlich coole Sache. Und wenn man sich so überlegt, ja, das Spiel selber kann man sich neu vielleicht für knapp 40 Euro oder so holen. Nicht im E-Shop herunterladen, sondern irgendwo im Geschäft. 40 Euro von mir aus. Dann lädt man sich für 12 Euro vielleicht noch beide DLC-Pakete herunter. Dann hat man 48 Strecken, was für einen Funracer echt extrem viel ist. Und Nintendo-typisch sind die Strecken ja auch zum größten Teil brauchbar. Alles andere überlasse ich eurem Urteil. Ich selber bin da vielleicht noch mal ein bisschen genügsamer als andere Leute. Ich finde ja irgendwie die meisten Kurse irgendwie toll. Ja, irgendwie. Ich finde sie total toll. Einige Ausreißer nach unten oder oben gibt es natürlich immer, aber gut, wie das halt so ist. Und ja, nee, aber allein die schiere Anzahl, 48 Kurse, das ist schon ziemlich dick und fett. Und wenn ich jetzt irgendwie die letzte Runde hier nicht so verdödeln würde, dann wäre ich total stolz gewesen auf mich. Aber ich fürchte, jetzt hänge ich und dümpel ich im doofen Mittelfeld herum. Und aus meiner glorreichen Chance oder meinem schieren Vorhaben, einen Platz relativ weit vorne zu erringen, aus dem wird nicht wirklich was. So. Hallo, ihr lieben Leute. Oh Gott, was macht ihr denn hier heute? Piccolo, nein, ich habe absolut keine Endgeschwindigkeit. Platz 3, ach man. Nicht gut, nicht schön. Trotzdem nochmal 10 Punkte, 94. Ist okay. Ich glaube, kann ich einigermaßen mitleben und zufrieden sein. Jetzt wäre es schön, wenn sie eine längere Liste hätten für den Mercedes-Dingens. Wie gesagt, über 2000 Teilnehmer, das ist ein bisschen sehr heftig. Ein bisschen sehr heftig. Und jetzt such bitte nicht zu lange nach neuen Spielern.
Weil wir doch alle wissen, dass das Turnier quasi gesehen jetzt für mich gelaufen ist. Ja, das war eine sehr lange Folge Mario Kart 8, ne? So für zwischendrin. Ich werde euch jetzt die nächsten Tage dann vermutlich auch wieder so ein bisschen an der langen Leine halten müssen, weil ich jetzt im Anschluss hier nicht direkt dazu kommen werde, weiter Mario Kart 8 aufzunehmen. Sondern ich muss Pause machen, ich muss andere Dinge machen, ich muss unter der Woche halt. Ist ganz doll schlimm. Am Freitag sollte ich ein bisschen mehr Zeit haben, irgendwelche Dinge aufzunehmen, hoffe ich zumindest. Und dann geht es natürlich auch mit den anderen Projekten auf meinem Kanal weiter. Ich hoffe jedenfalls, dass ich bis zum nächsten Mal herausfinde, was mir gerade so einfällt, wie das Minimap-Feature bei Mario Kart 8 funktioniert. Das wäre doch irgendwie sehr, sehr schön. Dann könnte ich euch das nämlich an der Stelle auch noch zeigen. 94 Punkte, der schlechteste hat 109. Ja, ne, sind halt 15 Punkte, die fehlen. Ist ein bisschen doof, aber okay. Der Mercedes Cup, der geht ja noch eine Weile. Und 8 Rennen sind ja schnell gemacht. Ich glaube, das werde ich ein paar Mal probieren. Und vielleicht werde ich ja irgendwann mal weiter vorne zu finden sein, auch wenn ich es nicht wirklich glaube, beziehungsweise dafür wirklich extrem viel Glück benötige. Okay, gut. Ja, wie gesagt, bis zum nächsten Mal finde ich hoffentlich raus, wie die Minimap-Funktion funktioniert. Ansonsten soll es das für den Moment einfach mal gewesen sein. Ich war der Herring. Ich habe gerade noch was Neues gesehen. Kann das... Halt, nein, nicht mitspielen. Nicht mitspielen. Haben Sie die Rennpunkteanzahl erhöht? Da steht 0 bis 99.999. Haben Sie das doch angepasst? Man kann jetzt mehr haben als 9.999 Punkte, ist das richtig? Das wäre cool. Also irgendwie hatte ich auf eine gewisse Art und Weise gehofft, dass das jetzt doch noch demnächst in ein Update kommen würde, weil ich jetzt schon einige Leute gesehen habe, die so zwischen 6.000, 8.000 Punkte hatten und so. Und irgendwann ist dann halt mal Schluss bei 9.999 und das wäre ein bisschen sehr fad. Aber wenn sie jetzt tatsächlich auf 99.000 hochgegangen sind, das ist natürlich eine Wucht. Da kann man jetzt lange an dem Spiel sitzen und stricken, bis man irgendwie diese Rennpunkteanzahl erreicht hat. Das ist ja echt faszinierend. Okay, haben wir das dann an der Stelle also auch nochmal neu gesehen. Gut, so, ja. Und jetzt aber wirklich, das sollte es wirklich mal gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch einigermaßen gefallen. Ja, wie gesagt, Version 2.0, Mercedes DLC, neue DLCs in Zukunft. Die Welt von Mario Kart 8 dreht sich und sie wird sich immer und immer weiter bewegen. Auf unbestimmte Zeit hin, immer so weiter oder so. Wer weiß denn schon, was Ende 2015 ist. Vielleicht zaubern sie dann nochmal 2 Cups oder so aus dem Ärmel. Keine Ahnung, ich würde mich freuen. So. Für den Moment soll es dann aber wieder mal gewesen sein. Ich war der Herring Ray, das war Mario Kart 8 für den Moment. Ich sag dann einfach mal tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.